Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch heute aufzeigen, wie es ganz schnell und einfach geht, im Schnellkochtopf einzukochen oder einzumachen. Mein Name ist Jörg Jakob und ich wünsche euch viel Spaß bei einer neuen Folge von Jörg erklärt. Bei der heutigen Essenszubereitung haben wir Rotkohl frisch gekocht und dabei haben wir gleich etwas mehr gemacht, damit wir diesen dann auch haltbar einmachen können. Und wie ihr seht, er dampft noch, er ist noch heiß. Für viele stellt sich dann natürlich die Frage, wenn sie sowas übrig haben, wie mache ich das haltbar? Meistens wird es ja am Tag danach noch verzehrt, aber wenn wir meistens Rotkohl machen oder Sauerkraut oder sowas, machen wir eigentlich immer etwas mehr, weil wir es immer frisch zubereiten. Und drum werde ich das dann immer in Gläser abfüllen und dann haltbar machen. Für viele stellt sich dann die Frage, ja, muss ich da erst groß den Kochtopf, diesen großen Einmachkochtopf aus dem Keller herausholen oder muss ich da erst den Backofen anwerfen und eine Menge Energie einsetzen, um 2-3 Gläser einzukochen. Nein, das muss nicht sein, denn wir machen das heute anders. Und zwar, wir machen das heute mit unserem Schnellkochtopf. In so einem Schnellkochtopf, wie bei uns jetzt, glaube ich, passen, wie viele Liter passen hier rein? 5 Liter ist vollkommen ausreichend. Des Weiteren benötigen wir noch so ein paar Schraubgläser, wie wir sie hier sehen. Habe ich ca. 3 Stück. Das sind Twist-Off-Gläser mit Schraubverschluss. Also sind sehr gut geeignet dafür. Und wir benötigen noch ein Geschirrtuch, wie ihr es hier sehen könnt. Als erstes beginnen wir damit, dass wir hier in unseren Schnellkochtopf den mitgelieferten Einsatz hereinstellen. Also bei, ich glaube, fast jeden Schnellkochtopf wird so ein Einsatz mitgeliefert. Und zwar verhindert er, dass das Gargut hier auf dem Boden aufsitzt. Das ist jetzt erstmal schon die Nummer 1, die wir hier benötigen. Da habe ich hier so einen Trichter, wo ich das machen kann. Und jetzt fülle ich das mal hier so ein. Und wie ihr seht, langt das ja mein übrig gebliebenes Rotkraut hier fast genau komplett für 3 Gläser. Also mehr hätte es gar nicht sein dürfen. So. Und als nächstes tun wir jetzt die Gläser einfach per Hand verschließen. So. Und stellen unsere Gläser jetzt nicht, wie manche denken, einfach über Kopf oder so, einfach irgendwo hinstellen, dass sich der Boden sterilisiert. Nein, das funktioniert nicht bei uns. Wir stellen die Gläser jetzt hier herein. Ganz so. So, und zwar so, dass die Gläser sich auch nicht berühren. Und damit hier, wenn hier Wasser drin ist und das blubbert und blabbert, hier nicht quasi die Gläser an sich anstoßen, tue ich hier so ein Geschirrtuch dazwischen, so, dass die Gläser nicht sich gegenseitig berühren und da kann dann auch am Ende hier nichts passieren. So, als nächstes habe ich jetzt Wasser in meinem Wasserkocher zum Kochen gebracht und kippe das jetzt hier herein. Warum kochen das Wasser, werden sich jetzt viele fragen. Das hat den Hintergrund, da mein Einkochgut ja noch heiß ist, tue ich jetzt heißes Wasser hier herein. Wäre mein Einkochgut kalt gewesen, hätte ich jetzt kaltes Wasser hier eingefüllt. So, und jetzt haben wir so viel Wasser aufgefüllt, dass die Gläser zu einem Viertel ungefähr bedeckt sind. Das Tuch wird auch noch etwas aufsaugen. Und als nächstes können wir jetzt unseren Kochtopf verschließen. So, ich stelle jetzt meinen Kochtopf auf die Stufe 1, das ist bei mir jetzt hier in der Mitte. Und werde jetzt mein Kochfeld anschalten und werde jetzt mit der höchsten Stufe beginnen, jetzt den Topf anzuheizen. So, jetzt brodelt es auch schon mächtig in meinem Kochtopf. Der Druck steigt an, wir hören es auch schon blubbern. Und jetzt beginnt auch schon langsam Dampf zu entweichen. Das ist für mich das Zeichen, dass ich meine Temperatur zurücknehmen muss. Und zwar fahren wir auf der Stufe 1.
Und das ist bei mir immer dann der grüne Ring. Ihr seht, wie der Dampf jetzt hier entweicht. Ich stelle jetzt meinen Topf etwas herunter, die Temperatur. Und fahre jetzt die Hälfte der Temperatur nur noch. Schalte jetzt auf die 4 bei mir. Und ab jetzt beginnt der eigentliche Einkochvorgang. Und dieser dauert bei vorgegarten Speisen ca. 5 Minuten. Und ich habe mir jetzt meinen Timer eingestellt. Und lasse die Zeit jetzt hier herunterlaufen. Und so lassen wir die ganze Situation jetzt 5 Minuten am Einkochen. So, wie ihr hört, Uhrzeit ist abgelaufen. 5 Minuten hat jetzt unser Kochtopf hier rumgeköchelt. Und kann ich jetzt ausschalten, den Herd. Und nehme jetzt den Kochtopf einfach von der warmen Herdstelle herunter und werde ihn jetzt so belassen. Ihr seht, hier entweicht noch etwas Dampf und jetzt lassen wir unseren Kochtopf hier ganz entspannt auskühlen. Und zwar so lange, bis sich hier zum Beispiel meine Druckmarkierung in den Deckel hereinklackt. Das ist für mich das Zeichen, dass hier kein Druck mehr auf dem Kochtopf drauf ist und dass der Kochvorgang dann auch beendet ist. Es ist ganz wichtig, dass man hier den Schnellkochtopf jetzt nicht abdampfen über das Abdampfventil oder mit kaltem Wasser überspülen, damit der Dampf entweicht hier. Nein, wir lassen das jetzt ganz entspannt hier in diesen Schnellkochtopf hier runterkühlen, so dass hier kein Dampf mehr quasi auf dem Kochtopf vorhanden ist. So, jetzt eine Viertelstunde später hat sich der Dampf abgekühlt. Meine Markierung im Kochtopf ist jetzt nach unten gesunken. So, und jetzt können wir den Deckel öffnen. Und jetzt schauen wir mal rein. Sieht alles sehr gut aus hier drin. Jetzt belassen wir die 3 Gläser hier noch ca. eine Viertelstunde im Kochtopf. So, jetzt 15 Minuten später nehme ich jetzt meine Gläser heraus, setze sie auf ein Küchenhandtuch und lasse sie jetzt hier ganz entspannt zugedeckt abkühlen. Das Einkochen im Schnellkochtopf ist für mich die energieeffizienteste und kostengünstigste Variante. Es gibt noch mehrere Einkochvarianten, und zwar im Einkochautomaten oder wie zum Beispiel geht das auch im Backofen. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das rentiert sich dann eher, wenn man viele Gläser zum Einkochen hat. Bei nur 2-3 Gläsern rentiert sich diese ganze Geschichte nicht. Da mehr Energie eingesetzt werden muss und dadurch dementsprechend die ganze Geschichte auch teurer wird. Und diese Zubereitungsmethode empfiehlt sich für sämtliche Speisen, die übrig bleiben in der Küche oder auch für Marmeladen oder was man einkochen möchte. Also es funktioniert alles damit. Da muss man nur auf die Garzeiten achten, ansonsten ist da nichts anderes zu beachten. Damit sind wir auch schon fast am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen wieder mal was Neues aufzeigen, wie man sowas schnell bewerkstelligen kann und vor allem einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, schenkt mir bitte einen Daumen und ein Abo dazu und bitte teilt dieses Video. Und wenn ihr noch mehr von meinen Videos sehen möchtet, dann schaut bitte in meine Playlist, da ist noch reichlich Material zu haben. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Jörg.